Der Typ ist sowas von abgefuckt, das glaubst du nicht. Der legt sich selber ins Knie. Aber den Sack hat der Chef aufs Wagenmaß geschraubt. Scheiße, Mann, war das. Alles klar, Mallet? Wie geht's denn, Tony? Alles klar, Alter? Coole Krawatte. Gehst du in letzter Zeit nicht mehr oft unter Leute, Tony? Das weißt du schon. Das Blut läuft immer noch warm durch meine Adern. Im Gegensatz zu dir, Mallet. Wer hat Bricktops Wettbüro abgedockt? Woher soll ich das wissen, Tony? Ich mach dir einen Vorschlag, Mallet. Ich werde dir die Scheiße nicht vor all deinen Freundinnen aus dem Leib prügeln. Musst du ja gleich übertreiben, Scheiße, Tony, du weißt doch, wie es ist. Na, ist das bequem, Mallet? Ist schon von trauriger Ironie, dass dich dein Schlips in dieses Dilemma gebracht hat. So, jetzt kannst du dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Was Ich fahre die Straße runter, während du mit deiner Rübe in meiner Scheibe steckst. Was glaubst du, was ich hier tue, du Schwanzlurch? Putzt du dir die Zähne mit Hundescheiße, Mallet? Ich muss nicht, Tony. Bitte nicht noch schnell. Nein, ich glaube, dafür habe ich keine Zeit. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich könnte Musik machen, wenn du willst. Ach, ich stehe auf diesen Song. Ich will nur wissen, wer Bricktops Wettbüro ausgeräumt hat. Ja, Mallet? Ich glaube, das war die beiden Schwanzlurch. Aus dem Vergleich wird müssen. Hoffentlich erzählst du mir nicht eine Flunkergeschichte. Wenn ich nur sage, dass du die beiden abgefuckten Schwanzlurch aus dem Vergleich müssen. Das ist sicher sehr effektiv, Tony. Nicht gerade subtil, aber effektiv. Wollen wir ihn ein Stück mitnehmen? Es ist der Russe!